kocht. Grüßt euch. Als erstes ein gutes neues Jahr. Wir wünschen euch Gesundheit, Zufriedenheit, vieles gutes Essen und trinken heuer. Lieblingsrezept. Lieblingsrezept gleich zuerst. Man nimmt ein Glas Wein, schüttet es in den Koch und ins Camgirl. Mhm. Sehr wichtig. Schmeckt auch 21. Erstmal ugrig kocht. Vermutlich jetzt einmal vorerst das letzte Video. Ab nächste Woche geht es wieder was los. Mit einer Art Ogrich daheim. Wir haben was Neues im Petto. Könnt gespannt sein. Morgen am Freitag werden wir da nähere Infos rausgeben. Und ich sehe mal wieder, ich habe das Datum nicht umgestellt. Wir haben noch im November. Ja, wir haben noch November, um Gottes Willen. Ja, wir haben eine kreative Pause gemacht und haben die auch für andere Projekte und uns, auch für uns genutzt. Aber wir haben jetzt was Neues und wir haben schon richtig Bock und freuen uns. Aber jetzt gehen wir zu heute. Was machen wir heute? Selbstgemachte Gnocchis machen wir. Super. Und sollen wir mal Platz tauschen, oder? Ja, mal Platz tauschen. Warte, ich nehme mal mein Glas mit. Dass du meins nimmst. Ja. So, ich habe Kartoffeln gekocht. Ich habe es halt gedämpft und dann durchgedruckt. Dämpfen deswegen, weil je weniger Wasser wir in die Kartoffeln reinbringen, desto leichter wird es euch. Man kann die auch kochen, aber dann muss man es halt ein bisschen besser erwischen vom Gargrad. Dämpfen ist einfacher, sage ich mal. Ja. Jetzt habe ich gleich eine Frage. Schau, ich sehe da was köcheln. Ja, einen Gemüsefond haben wir auch noch gemacht, weil wir ja alle Fonds jetzt dann durch haben. Wir haben Garnele gemacht, Fisch und was haben wir noch gemacht? Huhn. Genau. Huhn. Und jetzt machen wir noch Gemüsefond. Das ist Wurzelgemüse. Einfach was im Kühlschrank gehabt. Ich habe jetzt auch heute keine Karotten gehabt. Das ist keine Pflicht. Kalt ansetzen mit kaltem Wasser. Viel Gemüse. Der Topf soll dreiviertel voll sein und dann macht es mit Wasser voll. Kaltes Wasser. Kaltes Wasser hinstellen. So 2 Stunden kochen lassen. Wenn es pressiert, dann schneidet es ganz klar. Dann kann man es auch nach 1/2 Stunde machen. Ein bisschen Prismeersalz rein. Kräuter, probiert es aus, was Lust habt. Wir machen halt vegetarisches. Vegetarisch, genau. So, das Grundrezept waren 500 Gramm durchgedrückte Kartoffeln, die sind kalt jetzt, okay. Zimmertemperatur, also nicht am Kühlschrank da, aber Zimmertemperatur. Heiß ist auch nichts? Nein, ja, heiß, das kennen die Italiener, aber ich konnte nicht so wirklich. Okay. 100 Gramm Mehl, ich habe jetzt da Dinkel 630er, Weizenmehl, aber nimmt es kein Vollkorn. Also, da habe ich jetzt keine Erfahrung damit. Und dann kommen da noch 2 Eigelb. Ich mache es immer so, erst tue ich das Mehl unter die Kartoffeln mischen. Auch relativ viel Salz da jetzt rein, weil ich ja die gedämpft habe, also die Kartoffeln haben noch gar kein Salz gekriegt. Wenn es kocht zum Salzwasser, braucht es da natürlich nicht so viel. Jetzt werden wir das als erstes einmal ein bisschen verrühren. Mit den Händen einfach. Immer mit den Händen, selbst daheim. Da. Also braucht man jetzt auch keine Küchenmaschine. So. Und dann nehmen wir 2 Eier. Dann nehmen wir aber nur das Eigelb, das reicht uns. Nur einfacher wird Nudeln. Das ist ehrlich gesagt du auch. Ja. Oh. Das macht nichts, das kann man da so rausfischen. Ah, oder so. Ja. Wir sind ja daheim. Wir sind daheim. Trinke ich gleich. So. Solange ich noch saubere Hände habe, trinke ich mit. Nein, so sauber. So, und dann mischen wir das Ganze durch. Das wäre jetzt schön vermengt. Ja, man soll es bloß nicht zu lang machen. Also es geht jetzt nur darum, dass alles verbunden ist. Wenn man die Kartoffeln zu lang bearbeitet, dann geht der Kleister ein bisschen raus und dann wird das Ganze so ein bisschen zäh. Dann tut man sich nicht so leicht. Und das Rezept ist ein Grundding. Da kann es schon sein, dass man ein bisschen Mehl nachtun muss. Also wenn er zu feucht ist, einfach ein Mehl genau, rein. Das muss so ein schöner Tag sein, das zeige ich euch gleich. Den wir jetzt gleich raus aus der Schüssel. So. Der zählt dann noch nach, oder? Nein, wir verarbeiten den ja gleich. Also das braucht man jetzt nicht vorarbeiten, den macht man und kocht ihn gleich. Man kann aber die gekochten Gnocchis dann stehen lassen und erst später verarbeiten. Also okay. Die gekochten kommen. So. Da darf man immer gerne ein bisschen Mehl hernehmen. Ich mache jetzt da einfach immer so eine Wurst. Okay, das war jetzt ja nicht wirklich schwierig zu vermengen. Nein. Und nicht zu lange, es geht nur darum, dass das Ei überall ist, das Mehl überall. Und dann mache ich mir da so eine schöne Wurst. Nehmt es ruhig, nur Mehl. Ihr tut euch einfach leichter. Macht auch nichts quasi. Macht auch nichts. Da kann man jetzt je nach Stärke, was man möchte. Man kann ganz kleine machen, noch Ketti. Da muss man die Wurst ganz klein machen. Aber einfach ich mache jetzt Rollen. So. Ich nehme da deinen wunderschönen Zettel. Nein, lass das. So, und jetzt nimmst du. Du kannst ein Messer nehmen oder was, aber. Und da stehe ich jetzt einfach so in die Ballen runter.
So, und wer total Lust und Laune hat, kann jetzt noch Gobi nehmen und Förmchen rein. Oh ja, oder? Das ist Erinnerungen aus der Lehrzeit. das machen wir dann einmal, wenn wir das nochmal machen, dann machen wir die Nobelversion. So, melieren und dann gebe ich es in die Schüssel rein. So. So, und dann schütteln. Ja, so kreisende Bewegungen, dann werden die nämlich etwas runder. Und dann, es ist wichtig, dass Mehl drauf ist, weil sonst pappern sie echt zusammen. Schauen okay, also die offenen Teigstellen sollen mit Mehl ja, belegt sein. Ja, falls er zusammenpappern, der hat sich auseinander. So, und dann? Das war's schon. Das ist Wechsel, oder wie? Jetzt machen wir einen Wechsel. Dann brauchen wir einen Topf mit kochendem Wasser. Ich bringe dabei. Etwas Salz habe ich rein da. So, und dann? Und dann sollen die so lange kochen, bis oben schwimmen. Und dann kann man es raus tun. In den Gnocchi Dog kann man auch, habe ich eigentlich vorgehabt, Oregano rein tun, aber live der ist steht live, halt jetzt da gut. Live ist live, den tue ich noch in die Sauce rein, aber man kann Kräuter rein tun, getrocknete, frische, man kann die einfärben. Also probiert einmal das Standardrezept, aber da gibt es ganz viele Varianten. Also mit, geschmacklich war es wurscht. Ja, wir machen eher nachher so eine mediterrane Art, man kann aber Muskat passt immer rein, wenn ihr es mit Pilze macht oder getrocknete Pilze als Pulver. Aber getrocknet. Frische Sachen ist ein bisschen schwierig. Schwierig. Okay. Da muss man dann schon, wenn ihr das oft genug gemacht habt, könnt ihr euch einmal noch was anderes hinwagen, aber so war jetzt einmal. Getrocknetes Tomatenpulver, alles was ich mag, kann ich nicht haben. Ja, genau. Also ja. Da seid ihr kreativ, aber ich da immer mit klassisch anfangen zum Ausprobieren, dass ihr es ein bisschen kennt und wie sich der Tag anfühlt. Und dann wasch immer schnell hin. Ja, nur weil du ein Glasl trinken willst. Ja, das hab ich gerade. Ich muss schon so neidisch zum Hergeschaut. Ja. Siehst du schon. Da schau ich, da haben wir schon getrocknete Tomaten. Genau, wir machen noch ein bisschen eine mediterrane Variante. Getrocknete Tomaten habe ich. Ich habe jetzt nicht eingekauft, Kühlschrank, ich habe noch Kapern. Meine Frau hat ein wunderbares Pesto aus Kirschtomaten gemacht. Das nehmen wir noch ein bisschen her. Grünes Pesto, geht auch ohne Pesto. Ich habe jetzt Pistazien, das ist jetzt nur eine Variante. Man kann es einfach nur braten, ein Stück Butter und Salbe rein, das ist auch gut. Also es ist Varianten ohne Ende. So, die kochen jetzt die Freunde. Und schwimmen die schon. Die schwimmen schon und sobald sie schwimmen, kann man es raus tun. Man kann die auch ein bisschen länger drin lassen, ist aber nicht zwingend nötig. Sobald sie schwimmen, sind sie fertig. Weil wir haben ja schon gekocht die Kartoffeln, das Mehl geht auch schnell auf und das Ei ist okay. Also und nachher machen wir es ja in der Pfanne nochmal warm. Genau, und sobald das Ei durch ist, schwimmen die praktisch oben. Okay. Und wir machen es in der Pfanne, deswegen können wir es jetzt schon raus tun. Einfach nur abschöpfen. Schöpfchen. Da trinken wir mal. Ja, da geht es leichter. Schau mal. Prost. Prost. Lieblingsrezept. Wenn ihr es raus tut, gebt noch ein bisschen Olivenöl drüber und schüttelt es einmal. Das nicht zusammenbappeln. Und das könnt ihr auch vormachen und ihr könnt es dann Mittag machen und auf die Nacht erst kochen. Das ist jetzt der aber erste. Aber da nicht mehr zu Olivenöl. Ja. Okay. Auch wenn wir es jetzt anbraten, aber wir machen ja, wir braten die nachher nicht an. Man kann die auch anbraten wie Schupfnudeln. Also Varianten ohne Ende. Jetzt sind wir mal soweit. Nächstes Video machen wir dann die Soße. Und die Gnocchi ist fertig und bis gleich. Viel Spaß.